Hallo Leute, so ja, letzten paar Tage haben wir Multisektoren und Mehrsektoren Schreibung von der SD-Karte in dem Mega 65 und ja, das ist ganz hilfreich. Wir können das ja, formatieren ganz schnell und auch für das Freeze-Menü ist das viel, viel besser. So kann einfach das tasten und ja, es ist innerhalb von einer Sekunde haben wir das Freeze-Menü dort. Wir können, ja, okay, wir wollen die CPU-Geschwindigkeit ändern oder irgendwas. Und dann F3 und wir sind schon zurück. Und wir können, ja, das auf dem Bildschirm tippen, wenn wir so möchten. Und schon wieder. Wir sind ja, es ist ganz schnell da. Es ist, ja, es fühlt viel bequemer als bevor, wollen. Ja, theoretisch ist es nur eine eher kleine Änderung, dass es ein bisschen schneller von dem Freeze-Menü ist. Aber weil es soll ja so häufig benutzt werden, finde ich, dass es, ja, es ist total schön, diese kleinen Änderungen. Ja, so das war's für heute. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.